Nicht nur das Soziale, sondern auch das Arbeitsleben hat sich durch Corona drastisch verändert. Überall tragen die Menschen Masken, halten Abstand und viele Trennwände durchschneiden seit Ausbruch der Pandemie unseren Alltag. Auch hier beim Heizkörper- und Duschkabinenhersteller Kermi in Plattling mussten sich die Verantwortlichen Gedanken machen, um sich gegen das Virus zu wappnen. Wir waren im März wahrscheinlich alle noch guter Dinge, dass sich diese Situation nicht zu lange hinzieht. Leider wurden wir mittlerweile etwas eines Besseren belehrt. Und wir haben aber frühzeitig begonnen, einen Corona-Krisenstab zu bilden, der aus der Geschäftsführung, dem Bereichsleiter der IT, dem Betriebsrat und mir besteht. Und wir haben dann versucht, den täglichen Herausforderungen Herr zu werden. Das heißt, wir haben natürlich die Voraussetzungen geschaffen, damit wir in den Büros mobile Arbeit ermöglichen können. Das heißt, dass die Mitarbeiter von zu Hause oder unterwegs arbeiten können. Zusammen mit dem Gesundheitsamt musste das Unternehmen umfassende Hygienebestimmungen aufstellen. Abstand halten, Masken tragen oder Hygieneschutzwände aufbauen. Letzteres konnte von der Firma sogar ganz einfach umgesetzt werden. Nun ist es ja bekannt, dass wir im Bereich Duschabtrennungen seit 44 Jahren tätig sind. Das heißt, die Materialien Glas, Aluminium sind absolut unsere Kernkompetenzen. Und wir haben uns bereits Mitte April im Rahmen von Prototypen darüber Gedanken gemacht, sogenannte Kermi Protect Hygieneschutzwände zu entwickeln. Und waren dann bereits auch Ende April so weit, dass wir hier über ein erstes Sortiment verfügen konnten. Not macht bekanntlich erfinderisch. Vor allem in Bereichen wie im Supermarkt oder im Büro finden die Hygieneschutzwände Gefallen und sie sorgen vor allem für Sicherheit. Diese Schutzwände dienen dazu, bei Arbeitssituationen im Büro, aber auch im Werkzeug- und Werkstattumfeld eine entsprechende Scheibe zwischen den Mitarbeitern zu positionieren, sodass die Ansteckungsgefahr dadurch natürlich deutlich gemindert ist. Nachdem die Hygieneschutzwände intern gut ankommen, hat Kermi die Schutzeinrichtungen auch für die örtlichen Einzelhändler angeboten. Einer der Abnehmer ist die Firma Jakowski, ein Büroausstatter aus Deckendorf. Also bei den Leuten kommt das eigentlich sehr gut an, muss man wirklich sagen. Es ist einfach eine Thematik, wo sich jeder ein bisschen hinter so einer Wand in der Zwischenzeit ein wenig wohler fühlt. Und wir sehen ja mehr oder weniger, dass überall so, ich sage mal, normale Lösungen, Acryl, Plexiglas, nenne ich es einmal, Lösungen irgendwo hingestellt werden, aus der Not raus. Und wir aber festgestellt haben, dass die Kunden eher darin hingehen tendieren, dass das wahrscheinlich so eine Dauerlösung für die nächsten Jahre ist. Und dann spielt natürlich das eine Rolle, dass man nicht irgendwas dort stehen hat, sondern wirklich eine saubere, professionelle Lösung, die über Jahre einfach auch vom Pflegen her stabil ist und einfach eine Qualität ist. Eine Schutztrennwand, die uns vor einer Ansteckung durch das Coronavirus schützt. Eine einfache Lösung, jedoch hoffen auch hier die Verantwortlichen, dass das nur eine vorübergehende und keine Dauerlösung sein wird.